Ja, das Motto des heutigen Tages heißt HR macht. Das ist natürlich naheliegend, weil wir beim Personalwirtschaftspreis ja auch HR-Macher auszeichnen. Und so haben wir heute über den Tag schon Leute eingeladen, die eben als HR-Macher in ihren Unternehmen schon sehr auszeichnungswürdige Projekte auch durchgeführt haben. Wir hatten schon ein abwechslungsreiches Programm heute. Wir hatten erst die Podiumsdiskussion mit HR-Vorständen, wo wirklich von oberster Ebene HR-Arbeit geprägt wurde. Dann waren wir in verschiedenen Sessions, haben uns zu den Themen Networking, New Networking unterhalten. Wir haben uns zum Thema HR-Digitalisierung ausgetauscht. Wir hatten hier einen Workshop zum Thema, was passiert eigentlich hinter den Kulissen der Personalarbeit. Und wir hatten das Thema, wie funktioniert Recruiting in Zukunft. Und später dann noch den Talk mit John Stepper, dem Begründer der Working Out Loud Bewegung. What Working Out Loud does is help you build relationships related to that something. Das war schon eine Mischung, was viele Leute angesprochen hat. Mit dieser Auszeichnung, dass wir in Sachen Personalmanagement auch als öffentlicher Arbeitgeber in der Lage sind, wirklich Großartiges zu leisten. Herzlichen Dank an Ihnen und herzlichen Dank, Herr Schöri. Vielen Dank. Zunächst vielen Dank an die Jury und das tolle Event heute, für auch die Organisation. Macht wirklich Spaß, sich hier auszutauschen. Danke. Also danke für diese tolle Laudatio. Und das Wichtigste ist es natürlich, unseren Kollegen zu danken im Gastgewerbewerk Berlin. Zunächst einmal vielen Dank. Ich möchte aber auch bedanken bei unserem Partner Gerenva, mit der wir das Spiel umgesetzt haben. Ja, vielen Dank an den Laudator. Vielen Dank für die schöne Veranstaltung. Der Gewinner des Deutschen Personalwirtschaftspreises 2018 ist die Service-Digge Rewe. Also der erste Step war, dass wir eigentlich nicht zufrieden waren, nicht wirklich zufrieden mit der Dienstleistung, die wir für unsere Kunden bringen. Also sind wir hergegangen im ersten Step und haben mit unseren Kunden gesprochen, nicht mit dem Verbraucher an der Fleischtheke, sondern mit unseren Kaufleuten. Was machen wir eigentlich gut in dem Bereich, was machen wir weniger gut, was erwartet ihr für die Zukunft? Und das haben wir gesammelt und dann haben wir uns hingesetzt und haben daraus das Produkt gemacht, was letztendlich den Preis gewonnen hat. Dann nochmal von der Personalwirtschaft ausgezeichnet zu werden, das ist natürlich nochmal High-End. Das ist so wie der Supermarkt des Jahres, wenn man mal den Vergleich ziehen kann, wenn es um Vertriebskonzepte geht. Also das ist schon was Besonderes. Der Deutsche Personalwirtschaftspreis ist schon deshalb einzigartig, weil wir der vielleicht einzige Award sind, wo man relativ unbelastet mit coolen Projekten überzeugen kann. Hier muss man nicht vorher schon investieren, hier muss man nicht irgendwelche Gebühren bezahlen. Allein diese über 70 Projekte, die wir dieses Jahr wieder als Bewerbung und Einreichung hatten, zeigen, hier kann jeder mitmachen, der eine gute Personalarbeit macht.